So, guckt überhaupt noch jemand zu? So, wunderbar. Ach so, ja. Ich komme, Beta. Was? Okay, dann mich mal einen Gesundheitstrank. Ich kann nur 3 Tränke aufnehmen. Kann aber theoretisch. Ich kann 3 verschiedene Slots einsetzen. Geht es dir gut? Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Die Systeme der Basis funktionieren nicht mehr. Also sollte ich das nutzen können. Nemesis. Hier. Da ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren. Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind unter Flucht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Far Zenith. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte. Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte.
Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikation, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören. Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elisabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elisabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir. Es mag dir hart erscheinen, aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime, zu mir! In dieser Welt gibt es kein Versteck. Wir müssen sie verlassen. Interessant. Die Elementmunition schädigt diese Goldplatten. Du kriegst mich nicht, Tilda. Ich halte das aus. Du nicht. Keine Rüstung mehr. Ist das wirklich, was du willst? Alter, ich bin auf den Sack. Ah.
frage dich, warum du dich zurückhältst. Ich mach dich fertig. Was meint ihr mit Goldplatten? Ja, passt schon. Na dann. Wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Hättest du mal gefragt? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Hat er recht. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen. Und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen. Eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Was bleibt denn großartig anderes übrig? Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence.
gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Wo geht er hin? So weit weg, wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es ja. Nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Hoffe, es ist wirklich das Ende. Was war jetzt mit Nemesis? War das ein Teaser auf den dritten Teil? Also wie gesagt, falls ja, nein. Der zweite Teil hat mich es genug gibt bedient. Noch einen Kampf vor uns, Elisabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen, sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Naja, wenn ich mal den Stream gucke, ich kann ja mehr zu. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Naja, so. Gut, Credits. Irgendwie bin ich so ein Fan von dem Spiel jetzt aktuell. Grafisch ja, aber das war es auch schon. Die Aloy kam irgendwie sehr ekelhaft drüber. Ein Bosskampf nach dem anderen, eine Cutscene nach der anderen. Na, ich weiß nicht, ob das noch irgendwie zeitgemäß ist. Man gibt bessere Spiele, obwohl auf der anderen Seite nicht so viel, aber naja.
Gucke ich jetzt einen Film oder spiele ich einen? Das hat sich mehr angefühlt wie ein interaktiver Film. Ja. Keine Ahnung. Hat irgendwie eine komische, unterschwellige Botschaft hinterlassen, der Film. Ja, doch, der Film. Kann man so sagen. Das Klettern haben sie echt übertrieben. Irgendwie so das Gefühl, dass man aus irgendwelchen Gründen meinte, die Maschinen stärker machen zu müssen. Ich weiß es nicht. Ich hätte es gerne auf normal durchgespielt. Den vorherigen Teil habe ich auf sehr schwer durchgespielt. Der okay war dann okay. Bis auf ultra schwer, das war dann too much. Aber das hier, das war jetzt echt. Das war schon auf einfach. Nicht einfach. Also entweder werde ich alt, was ich aber nicht unbedingt glaube. Also nicht in so einem Extrem. Ich habe ja letztes Jahr erst Zero Dawn auf dem PC gespielt. Hatte ich schon meine 3060. Das war sogar im Sommer. Meine ich. Und ja. Ich glaube nicht, dass ich mich im halben Jahr so verschlechtert habe. Gut. Ich meine, grafisch haben sie eine gute Leistung gemacht, aber irgendwie die Story-Writing, ja, Annie, Kitane, Ariana, ja. Wie alt sind die? 16? In der rebellischen Phase? Lassen sich von niemandem was sagen. Halten sich an keine Regeln, machen ihre eigenen Regeln. Irgendwie haben sie die haben es geschafft, die Aloy hier extrem unangenehm werden zu lassen. So, überspringen wir den Krama. Schickt. So. Besuche Lagerfeuer. Gut, wunderbar. Hauptquest abgeschlossen. Super. Aktivitäten abschließen. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das. Vielleicht aber auch nicht. Eigentlich interessiert es mich halt null. Neues Spiel plus Startpunkt. Kann ich nicht irgendwie rausgehen? Ein Lagerfeuer speichern und gut ist. Nee, ich will nicht sogar. Ja, interessiert mich nicht. Gut, damit haben wir Dingsbums durchgespielt. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Naja, hat die Tür wohl entriegeln können. Hier. Ausgang. Ja, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das so generell fandet. Ich fand's irgendwie. Nee. Also es gibt bei vielen Sachen einfach einen Fadenbeigeschmack. Stufe 33 habe ich das letzte Mal gespeichert. Wir sind jetzt Stufe 52. Nee, wir sind jetzt Stufe 50. Und kommen. Nicht weiterkommen? Achso, stimmt ja, der Rest muss ja durch Quests gemacht werden. Naja. Leute, macht's gut. Tschüss.